Was war es für eine Freude, als 1989 mit dem Fall der Mauer Deutschland wieder ein geeintes Land wurde. Ab dem 1. Juli 1990 gab es dann das einheitliche Zahlungsmittel, die D-Mark. Aber damit nicht genug. Am 1. Januar 2002 wurde dann der Euro eingeführt. Es folgte der Umtausch der D-Mark in die neue Währung. Trotzdem sind noch jede Menge Münzen oder D-Mark-Scheine im Umlauf. Erfahren Sie mehr darüber im folgenden Beitrag. Heute Vormittag waren wir mit Rigo Reuter, dem Vorsitzenden des Gewerbeverbundes Werdau, auf dem Markt der Stadt verabredet. Und das hatte einen guten Grund. Ja, wir feiern dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum vom Euro halt. Das Besondere bei uns in Werdau ist halt, dass da noch mit D-Mark bezahlt werden kann, so wie in alten früheren Zeiten. Wie ist das denn zustande gekommen? Die Nachfrage war damals vor 20 Jahren halt noch, dass die D-Mark noch alle werden müsste. Und es sind ja noch riesige Bestände im Umlauf. Ich meine, als Geschäftsmann sieht man ja dort irgendwo noch einen gewissen Gewinn, den man da reinziehen könnte. Und da man wohl relativ exklusiv damit in Werdau sind, also ich kenne keine weitere Stadt, die das weiter hineinnimmt an die D-Mark, haben wir es halt beibehalten. Ihr erinnert praktisch jedes Jahr dran. Und wie ist das denn? Wo finden denn die Leute das Geld? Oder haben die es alle unter dem Kopfkissen noch liegen? Viele erzählen, die finden das bei irgendwelchen Erbschaften, bei Haushaltsauflösungen und solchen Sachen. Wir sind nur jedes Mal selber überrascht, was da kommt. Also wir hatten jetzt vor einem Jahr nochmal Bankfrische von den ganz alten Banknoten, welche war selbst die Bundesbank überrascht. Und so finden die Leute immer wieder was Neues. Und die Werdauer Geschäftsleute tragen das mit? Ja, wir haben, es ist wirklich eingeschlafen, sind wir ehrlich, auch durch Corona bedingt, sind nur so viele Umsätze nicht mehr gewesen in dem Markt dann. Das waren dann höchstens nur so 6.000 pro Jahr. Ansonsten sind wir da im fünfstelligen Bereich sogar, also was sich da bewegt. Schaffen das zweimal im Jahr in der Bundesbank und die Händler sehen halt auch den Umsatz und dass es halt einfach genommen wird. Werden denn in erster Linie Scheine oder auch Münzen gebraucht? Ich sag mal, im Laufe der Zeit jetzt sind es fast mehr Scheine. Und dann halt auch, was jetzt auch noch kommt, sind die Sondermünzen, die 5 und 10 Markmünzen, ich wollte schon Euro sagen, die viele gesammelt haben, aber die ja nicht den Wert haben, den sie sich vielleicht auch oft haben. Dann haben wir uns das alte Zahlungsmittel einmal angeschaut. Vor Ort waren wir in einem Geschäft, dessen Inhaber von Anfang an bei der D-Mark-Aktion dabei ist. Ja, seit jetzt, oh, Rico, seit wann? Seit 30 Jahren? 20 Jahren, 20 Jahren. Nee, also 30 Jahre nicht gleich, 20 Jahre sind es. Aber seitdem bringt die Leute regelmäßig, also in größeren und kleineren Abständen, D-Mark. Das Prozedere ist dann, Sie suchen sich zum Beispiel, ich würde mir jetzt einen schönen Brillantring raussuchen, Sie würden mir sagen, was der in Euro natürlich kostet und ja. Sie rechnen das dann um? Ja, also meistens ist es so, dass wir also mit einem Packen Geld kommen oder mit einem Schein und sagen, also ich habe jetzt hier D-Mark gefunden bei der Oma hier irgendwo im Schrank und jetzt will ich mit dem Geld halt irgendwas machen und Sie stehen mit auf der Liste und dann gucken wir halt, was möglich ist. Ne? Manchmal kommen auch Kunden rein, die wollen das Geld umgetauscht haben. Sage ich, das mache ich natürlich nicht, das wäre ja jetzt mal unsere Aktion konterkariert. Ne? Aber meistens läuft es dann so, ja, dass sie irgendwas finden und ich das Geld verrechne. Ne? Und Sie können das dann irgendwo einzahlen? Und ich, also, unser Gewerbeverbund, ich sammle das Geld vom Gewerbeverbund und ungefähr so ein, zwei Mal im Jahr fährt jemand auf die Bank nach Chemnitz, auf die Notenbank und tauscht das Geld um. Ja, so läuft das. Also ich muss also erst immer ein bisschen im Betrag natürlich sein, dass es Sinn macht. Ne? Und ja, und das läuft immer noch. Ne? Und es wird demnach auch weiterlaufen, deshalb sind wir ja heute hier. Ja. Und es ist ja auch eine schöne Sache, wir haben gehört, Werder ist wahrscheinlich, es kann ja getoppt werden, die einzige Stadt in Deutschland, die sowas macht. Ja, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es gibt jedenfalls, also die Leute sagen, das haben wir noch nicht gesehen, so eine Aktion. Ne? Ich habe also immer, das Schild ist ja draußen, D-Mark, und manchmal kommen auch Leute, die von irgendwo anders her sind und dann sagen, okay, wenn das bei Ihnen möglich ist, dann, wenn wir das nächste Mal in der Nähe sind, wir haben auch noch ein paar D-Mark, da kommen wir vorbei. Ne? Also es ist schon eine gute Aktion. Ne? Dann wünschen wir Ihnen ein gutes Jahr und dass recht viele Leute kommen mit der D-Mark. Na wunderbar, danke Ihnen. Vielleicht war das ja für einige von Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt die Aufforderung, doch mal genauer nachzuschauen, ob sich da auch in Ihrem Haushalt noch die eine oder andere D-Mark versteckt hat.
Gut zu wissen, dass man in Werdau mit diesem Zahlungsmittel noch in dem einen oder anderen Geschäft einkaufen kann.